Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute am Montag wurde der nächste Titan Raid angekündigt und es wird, wie ihr schon seht, Atmurai vom 31. März bis 2. April und 7. April bis 9. April mit dem Terra-Typen Käfer. Das ist ein huges Problem, weil die Konter für Käfer sind Stein, Feuer und Flug. Und Atmurai kann Wasser- und Eisattacken, was alle drei Typen kontert. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, auch mit dem Discord, welche Pokémon da in Frage kommen. Ihr wisst, ich mag sowas eigentlich nicht in die Glaskugel schauen, weil ich weiß nicht, was der kann. Ich kann euch mal hier den Attackenpool von Atmurai einblenden. Der kann eine Million Attacken. Der kann auch eventuell am Anfang direkt einen Regentanz zünden. Dann wäre natürlich Pokémon mit Orkan richtig gut. Das weiß ich alles nicht. Ich hasse es, in die Kristallkugel zu gucken, aber weil ich glaube, dass der relativ schwer wird, wäre es schon sinnvoll, vorher schon mal ein bisschen drüber nachzudenken und drüber zu reden, welche Pokémon denn da überhaupt in Frage kommen. Und deswegen würde ich direkt mal das erste Pokémon in den Ring schicken und das ist Windewoge. Wieso Windewoge? Windewoge kann Flammenwurf, ist Drache Wasser, hat also eine Resistenz gegen Wasser von 1,1 Viertel. Und Eis trifft er nur halb. Quatsch, trifft er ihn ganz normal. Wegen der Drachenschwäche, aber Wasser hebt das wieder auf. Und falls Atmurai tatsächlich Regentanz macht, könnte man das kontern mit einem Sonnentrag, was auch die Paleosynthese von Windwoge erhöhen würde. Und mit Flammenwurf sollte der Schaden auch relativ gut sein, weil die Spezialverteilung von Atmurai ist wirklich nicht hoch. Eine Sache, die nicht so gut ist, ihr könnt den Angriff von Windewoge nicht erhöhen und ihr müsstet Terra-Typ Feuer machen und sobald ihr bei Terra-Typ Feuer seid, würden euch Wasserattacken wieder relativ hart treffen. Ja, könnte man probieren, weiß ich aber nicht, ob das die optimale Lösung ist. Das nächste Pokémon könnte Koraidon sein. Ihr werdet zwar von den Eisattacken sehr effektiv getroffen, aber vielleicht könnte man dreimal Schwerttanz drücken und believen, dass man überlebt und dann mit einem Flammenblitz Atmurai One-Hitten. Könnte eventuell eine Idee sein, weiß nicht, ob das funktioniert und wie sehr eine Eisattacke Koraidon wehtut. Okay, ich habe noch eine Idee. Wie wäre Gastrodon mit Sturmsog, Antikraft und Terra-Typ Stein? Antikraft ist eine Steinattacke, also sehr effektiv. Geht auch speziell. Gastrodon ist auch speziell. Und hat eine Chance, dass alle Werte gestärkt werden. Zusätzlich mit Sturmsog, falls, und hoffen wir mal, dass es so ist, dass Atmurai Wasserattacken einsetzt, gehe ich mal stark von aus, dann würde der Spezialangriff immer plus 1 gehen. Die Titan-Raids sind nicht unbedingt die cleversten, die machen schon auch oft dumme Sachen. Das habe ich schon in den letzten Titan-Raids bemerkt. Es könnte also gut möglich sein, dass er hier und da mal eine Wasserattacke gegen Gastrodon raushaut. Und dann könnte man mit Antikraft, wenn man da ein-, zweimal auch Glück hat und dann Terra-Typ Stein ist, je nachdem wann er den die Fähigkeiten und Statuswerte von uns zurücksetzt, richtig Schaden reindrücken und wäre relativ einfach, weil man dann die ganze Zeit nur Antikraft drücken müsste. Er hat keine Möglichkeit, irgendwie Ränkeschmied einzusetzen. Er hätte höchstens noch die Möglichkeit, Amnesie einzusetzen. Das wäre auch nochmal so eine Idee, die ich ausprobieren würde. Also ich würde die drei hier mal ins Rennen schicken am Freitagmorgen und die ausprobieren. Windewoge mit Flammenwurf und Sonntag. Sonntag kann ich hier direkt mal drauf machen, weil das werde ich auf jeden Fall brauchen. Und Koraidon versuchen, das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber versuchen den zu one-hitten mit dreimal Schwertanz, Lebenorb und Flammenblitz. Hier nochmal kurz die Werte. Gasto, wichtig, KP, Spezialangriff. Koraidon, Angriff, KP und Windewoge, KP, Spezialangriff. Ich werde das Freitagmorgen alles ausprobieren und euch ein Video für 8 Uhr morgens ready machen, damit ihr direkt wisst, was der beste Counter ist, um den Solo zu schaffen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal lassen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Und was mich sehr interessieren würde, falls ihr eine Idee habt, welches Pokémon gut sein könnte, schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, damit ich es vorbereiten kann und am Freitag ausprobieren kann für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.